Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Bauen, Fliegen, Landen. Heute haben wir die Avalon 6B an der Reihe. Die Avalon 6B ist im Grunde die neueste Rakete, die ich entwickelt habe, zumindest in der alten Reihe, der Atlantis-Reihe. Damals konnte sie 50 Tonnen in den Erdorbit bringen, jetzt leider nur noch 40 Tonnen, weil diese ganzen Sachen, die dazugekommen sind, der Hitzeschild, zusätzliche Separatoren, mehr Treibstoff, die haben das Ganze einfach deutlich schwieriger gemacht und daher konnte ich leider nicht eine 50-Tonnen-Variante davon machen. Daher nur eine 40-Tonnen-Variante. Das ist auch die einzige. Bei der 30-Tonnen-Variante wäre es ja vergleichbar mit der Avalon 2B, daher habe ich das dann auch einfach weggelassen. Die Avalon 6B ist insofern ziemlich ähnlich zur 3 und 4B, nämlich hat sie Titantriebwerke in der ersten Stufe, dann Frontiertriebwerke in der zweiten Stufe. Ja? Und ihr erinnert euch vielleicht an die Avalon 3B, die hatte 2 Titantriebwerke in der ersten Stufe, dann die Avalon 4B, die hatte 3 Titantriebwerke und jetzt hier bei der 6B haben wir eben nur ein einzelnes. Genau, das war's dann. Ja, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Bau, und zwar mit einem einzelnen Titantriebwerk, und wir schalten es einfach schon mal an. Dann müssen wir das nicht über Stufen oder Ähnlichem machen. Dann nehmen wir uns Treibstofftanks, 6 breit, und zwar insgesamt 12 Stück davon. Also hier haben wir 4, dann haben wir 8 und da haben wir 12. Zusätzlich setzen wir hier noch ein 7,5 Treibstofftank oben drauf. Dann gehen wir zur Aerodynamik und klatschen hier diese seitlichen Abdeckungen drauf. Dann diese 4 langen strukturellen Teile und 2 Landebeine. Zusätzlich noch hier 2 RCS-Düsen. Dann gehen wir hier nach oben. Wir brauchen einen Separator. Genau hier. Und weil wir es auch gleich brauchen werden, lege ich hier schon mal einen hin. Ein bisschen verschoben, damit ihr hier drinnen noch die Sachen sehen könnt. Da kommt eine Sonde rein, ja, damit wir es natürlich kontrollieren können. Und 2 kleine Landebeine. Die großen Landebeine können wir nicht benutzen, die würden sonst eben einfach rausgucken. Daher klappt das nicht. Jedenfalls kommen hier noch 2 strukturelle Teile rein und dann machen wir das Ganze einfach zu. Das hier färben wir in Grau, das hier lassen wir weiß und dann färben wir so gut wie alles in diesem gestreiften Schwarz-Weiß ein. Und die unteren beiden Segmente und die Abdeckung machen wir in Schwarz. So, dann fehlt nur noch eine Sache, nämlich nochmal RCS-Düsen hier oben. Damit haben wir RCS-Düsen unten und oben. Und dann können wir die Rakete ziemlich gut kontrollieren. Das war es auch mit der ersten Stufe. Wir gehen jetzt zur zweiten Stufe über. Da haben wir hier ein Frontiertriebwerk. Und dann kopieren wir hier quasi mal 3 Segmente heraus. Nämlich 1 in schwarz und 2 in gestreift. Beim oberen Segment reduzieren wir den Treibstoff auf 9,45 Tonnen Treibstoff. Dann gehen wir nochmal zu 6 breiten Teilen, beziehungsweise können das hier einfach mal kopieren. Das ist nämlich genau dasselbe. Und dann müssen wir das hier einmal kopfüber drehen. Wir kopieren das und packen es da drüber. Dann sieht das so aus. Das obere lassen wir weiß und das untere machen wir gestreift. Da oben drauf kommt dann ein Treibstofftank. Moment, so rum. Da oben drauf kommt ein Hitzeschild, nämlich ein 10 breiter Hitzeschild. Der sieht dann so aus. Und dort kommen dann Separatoren drauf. Das drehen wir einmal um. Können wir das hier raufschieben? Ich glaube nicht. Ja, nicht, können wir nicht. Dann machen wir es eben so. Das beides färben wir auch in Grau ein. Genau so. Und dann holen wir uns noch die Nutzlastverkleidung.
Dazu nehmen wir hier diese 6 breiten, 6 hohen Nutzlastverkleidung und die große Spitze. Und dann fehlt nur noch eine Sache, nämlich die Landebeine der zweiten Stufe. Damit haben wir die Rakete so ziemlich komplett. Wir machen jetzt hier noch die Stufen rein. Nämlich als allererstes kommt das hier, das hier, das hier und das hier. Also der Separator, der die erste und zweite Stufe trennt, das Frontiertriebwerk, die beiden äußeren Landebeine und die RCS-Düsen. Dann machen wir weiter quasi mit der ersten Stufe erstmal. Da haben wir dann hier nochmal die RCS-Düsen. Die werden dann eben abgeschaltet. Dann haben wir hier die Landebeine und RCS-Düsen. Und zu guter Letzt nochmal die oberen Landebeine und nochmal die RCS-Düsen. So, damit haben wir die untere Stufe fertig. Jetzt gehen wir zur oberen. Da habe ich fast vergessen, bei der Spitze der Nutzlastverkleidung erhöhen wir die Abtrennkraft auf das Maximum. Dann nehmen wir die Spitze und RCS-Düsen, den oberen Separator, den unteren Separator und die RCS-Düsen. Dann RCS-Düsen, die oberen Landebeine, RCS-Düsen, die unteren Landebeine, RCS-Düsen und nochmal die oberen Landebeine und RCS-Düsen. Damit sieht das so aus. Ja, das ist unser Stufenaufbau. Und dann falten wir mal hier unsere Landebeine ein, damit sie eben weniger Luftwiderstand haben. Und damit haben wir die Rakete fertig. Dann fliegen wir das Ganze mal und wir packen 40 Tonnen Treibstoff hier rauf. Wir nehmen einen 10 Tonnen Treibstofftank und einen 30 Tonnen Treibstofftank. Den drehen wir einmal, weil sonst würde er sich damit verbinden und wäre dann mehr als 10 Tonnen. Deshalb machen wir es einfach mal so und dann fliegen wir los. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe gerade die Rakete geladen und habe es gesehen, nämlich hier die Nutzlastverkleidung muss natürlich auch in Grau gefärbt sein. Also ja, achtet nochmal drauf. Der Download-Link ist dann natürlich verbessert. Dann los geht's. So, jetzt aber, da haben wir die Rakete, wir erhöhen den Schub und starten das Triebwerk. Und wie immer, wir folgen der Winkelanzeige oben links, allerdings nur bis 45 Grad, denn für mehr haben wir einfach nicht genug Treibstoff. Und dann lassen wir das laufen, bis wir nur noch 15% im Treibstofftank haben und dann starten wir die nächste Stufe. Da haben wir unsere Apoapsis im Orbit. Wir müssen uns jetzt beeilen. Wir starten die nächste Stufe, wechseln zur ersten Stufe, drehen uns nach links, starten wieder die nächste Stufe, gehen zur ersten Stufe, erhöhen den Schub und dann drehen wir uns nach rechts. Und zwar horizontal. Und das muss ziemlich schnell gehen, sonst geht einiges schief. Ja? Also es ist wichtig, dass ihr euch dort beeilt. Dann fokussieren wir hier einfach mal die zweite Stufe und klicken die erste Stufe an. So, und dann drehen wir uns mal ein bisschen nach links, damit die Apoapsis auf uns zukommt. Und dann warten wir, bis wir die orbitale Geschwindigkeit erreicht haben. Wir drehen wieder ein bisschen nach links, da wir jetzt genau auf der Apoapsis sind
Also im Grunde an dem Ort, wo unser Treibstoffverbrauch am effizientesten ist. Da haben wir den Orbit, wechseln zurück und dann haben wir hier die Avalon, die erste Stufe, meinte ich. Bei 20 Kilometern starten wir das Triebwerk mit einem Schub von 50%. Und dann machen wir das eben so weiter bis 400 Meter pro Sekunde. Dort halbieren wir das etwa. Das machen wir wieder weiter bis 300 Meter pro Sekunde. Dort halbieren wir es wieder. Und das lassen wir jetzt noch eine Weile laufen. Und ich sehe gerade, ja, wir haben relativ wenig Treibstoff übrig. Bei 5% schalten wir es einfach aus. Also etwa bei 12 Kilometern. Und dann machen wir den Schub etwa auf 20%. Und dann beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. So, wir drehen uns ein bisschen, damit wir in Fallrichtung zeigen. Die Rakete hat sich schon wieder ziemlich aufgeheizt, aber nicht weiter als 233 Grad Celsius, glaube ich. Bei 1 Kilometer Höhe starten wir dann das Triebwerk und starten auch die letzte Stufe, nee, vorletzte Stufe. Und dann schauen wir mal, wo der Boden ist. Und dann kontrollieren wir eben den Schub ein bisschen. So, und da sind wir gelandet. Wir bangen ein bisschen im Boden rum, ist aber nicht allzu schlimm. Wir sind gelandet, wir starten die letzte Stufe, fahren das Ganze wieder ein. Und da haben wir den Booster. Dann wechseln wir zur zweiten Stufe. Dort haben wir tatsächlich 13 Tonnen Treibstoff. Also da kann man schon noch ein bisschen optimieren, könnte man sagen. Wir drehen uns einmal um und dann fliegen wir quasi zurück. Wir machen das, bis wir nur noch 5% im Treibstoff übrig haben. Etwa so. Dann starten wir wieder die nächste Stufe. Damit haben wir jetzt unseren Hitzeschild freigelegt und wir drehen uns nochmal um 180 Grad. Und da sind wir in der Erdatmosphäre. Wir zoomen jetzt ganz schön ran, damit wir quasi die mittlere Linie, ihr seht ja hier diese Streifen, die mittlere Linie muss etwa genau auf den Pfeil zeigen. Und wenn man es halt vergrößert, dann ist es leichter, das abzumessen. Normalerweise würde ich das jetzt hier auf dreifache Geschwindigkeit machen, bis etwa 20 Kilometer, dann auf zweifache Geschwindigkeit und bei 15 Kilometer dann eben auf einfache Geschwindigkeit. Aber ich erkläre hier ein bisschen, daher verlangsame ich das nur ein bisschen. So, da haben wir gleich 15 Kilometer. Dort schalten wir RCS-Düsen an. Und dann haben wir eben eine erhöhte Kontrolle. Und da ist uns fast das Landebein weggebrannt. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt sind wir so ziemlich sicher. Die Hitze hat nachgelassen. Wir drehen uns mal nach links. Und hat nicht geklappt. Okay, dann drehen wir uns eben andersrum, so dass wir eben mit dem Triebwerk nach unten zeigen. Machen wir mal den Schub auf 15%. Und dann warten wir, bis wir bei 1 Kilometer an Höhe sind. So, und dort starten wir dann das Triebwerk und die nächste Stufe. Dann schauen wir mal, wo ist der Boden? Da ist der Boden. Wir sind ziemlich schnell. Schub verringern und... Hey, es hat doch ganz gut geklappt. Wir sind sicher gelandet. Und noch 1,4% übrig. Also, das mag man.
Wir haben unsere 40 Tonnen Treibstoff, können wir jetzt auch entfernen. Und damit war es das. Da haben wir die Rakete, die erste Stufe, 2,1% übrig und die zweite Stufe mit 1,4%. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!